Servus liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute nochmal Priester Key. Eigentlich hätte ich gerne ein Hunter-Video gemacht. Ich möchte ehrlich zu euch sein. Ich weiß, wir haben da die Challenge am Start und die werden wir auch auf jeden Fall durchziehen, das ist keine Frage. Aber irgendwie, der Hunter tickelt meine Balls im Moment nicht so richtig. Also er kitzelt mich nicht im Schritt. Der Priester kitzelt mich nicht nur im Schritt, sondern auch im Herzen. Und deswegen spielen wir ja hauptsächlich im Moment Priester und Evoker. Sind ehrlich gesagt die zwei Chars, die mir am meisten Spaß machen. Sogar mehr als mein Druide. Und dementsprechend, ja, es ist vielleicht aktuell nicht die größte Abwechslung an Klassen am Start. Aber es wird auch wieder besser irgendwann. Bei mir sind das ja immer mal so Phasen, ne? Schauen wir einfach mal, worauf ich gespannt bin in diesem Video. Wir haben wieder einen Augmentation Evoker am Start. Also mal gucken, wie stark sich das auf den DPS auswirkt. Ich habe auch wieder Logs an. Von daher, don't judge, aber ich finde das einfach super interessant zu sehen, wie gut oder wie stark eine bestimmte Klasse mit diesem Spec funktioniert. Und bisher habe ich, wenn ich meinen Evoker gespielt habe, glaube ich, hatte ich schon mal einen halbwegs vernünftigen Shadow Priest drin. Weiß nicht. Soll jetzt nicht heißen, dass ich einer wäre. Aber ich sag mal, ich habe zumindest jetzt 433 Gear. Damit kann man vielleicht schon mal ein paar Rückschlüsse ziehen. Und ihr seht, ich habe auch das neue Blut-Troll-Transmog-Set, was es im Handelsposten aktuell zu sehen gibt. Wenn ihr das nicht wisst oder wusstet und so weiter, auf meinem Main-Channel G6 gibt es auch ein Video zum aktuellen Handelsposten und so weiter und so fort. Talente halte ich gleich auch nochmal in die Kamera. Was ich tatsächlich recht interessant finde, ist, dass wir jetzt hier rumgehen. Also nicht rechts rum, weil so hast du theoretisch den Shortcut nicht. Wenn wir mal sterben. Ich weiß nicht, welche Bewandtnis das jetzt hat, ob es eine hat oder ob der Zufall jetzt entschieden hat, dass wir hier lang gehen. I have no idea. Aber mein Gott, ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal. Solange der Dungeon funktioniert, will ich mich nicht beschweren. Wieso, weshalb, warum ich hier drin bin. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, Halls of Infusion ist mein absoluter Hass-Dungeon. Da bleibe ich auch dabei. Also ich spiele den überhaupt nicht gerne. Hauptsächlich, glaube ich, weil er mir A zu lange dauert und weil B das regelmäßig eine absolute Shitshow hier drin ist. Gefühlt noch schlimmer als in anderen Dungeons. Aber ich hatte ja auch in einem der letzten Videos gesagt, ich bin dabei, Score zu ergattern, so gut es geht. Und ja, wenn wir jetzt mal schauen, ist mein niedrigster Tyrannisch-Key hier drin. Von daher, was soll's. Ich habe selber auch noch einen 16er. Nämlich Brackenfell, den werde ich die Woche auch noch laufen, definitiv. Und dann gucken, dass ich einen, weiß nicht, 16er oder so rauskriege. Weil dann könnte ich mit etwas Fortune 17er, 18er bekommen und den dann ummünzen in noch mehr Score. Also ich würde sagen, diese Woche ist jetzt nicht so super schlimm. Deswegen will ich mal schauen, dass ich da möglichst viel Score raushole aus allem, was ich kriegen kann. Komm mal ran, Hexer, für PI. Ich will jetzt hier nochmal bei der Gruppe PI ziehen und dann hoffentlich wird es zum Boss wieder ready. Wir sehen jetzt natürlich seit dem allerersten Pull dieser Instanz in Fight. Aber ich halte seitdem 170k DPS. Ich würde mal behaupten, das ist nicht so super schlecht. Gut, jetzt hier in die Ads mit reinballern, das ist Padden, ich weiß, aber mein Gott, who cares? Manchmal muss man tun, was man tun muss und Padden gehört dann da halt auch mal dazu. Ich glaube, jetzt habe ich die eine, ja, die habe ich nicht erwischt, na toll. Natürlich greift er mich an, geh weg. Ah, ich habe ja in einem der letzten Priester-Videos gelernt, dass ich ihn auch mit Mind Control, was auch immer, hätte mir entfernen können. Siehste? Nicht dran gedacht. So setze ich meine Learnings um. Aber jetzt. Ha, geil. Ein absoluter King. Der Geist natürlich, nicht ich. Ja, 15k HPS gerade über die gesamten Puls. Und das läuft ja jetzt auch schon gefühlt 12 Minuten. Das ist ziemlich cool.
Ich dotte die anderen Kackviecher jetzt hier auch zu. Weil letzten Endes gibt es zumindest einen kleinen Push im Sinne von, weiß nicht, teilweise ein bisschen mehr Ressourcen und natürlich mehr Damage und so weiter und so fort. Geister und was weiß ich. Also wir nehmen alles mit, was ich kriegen kann. I don't give a shit. Ich glaube tatsächlich, der Tank hatte irgendwas vor, weil er hat mich gefragt, ob ich Mindsooth kann oder geskillt habe. Und dann sagte ich ja. Und er will wohl irgendeinen coolen Skip hier zu einem späteren Zeitpunkt machen. Ich weiß noch nicht wann und wo, weil ich bin ehrlich, ich habe hier noch nie gespielt mit Skip drinne in irgendeiner Form. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich denke, er wird sich was dabei gedacht haben. So, Pull geht los. Los da rein. Direkt mit Bloodlust. Perfekt. Komm, wir ziehen mal einen Pot. Einfach, weil ich welche auf Tasche habe. Oh, Baby. Single Target 150k. Das habe ich, glaube ich, noch nie mit dem Priester hier. Ja, ich weiß, Evoker und so. Aber trotzdem ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ist, glaube ich, nicht so schlecht. Bei meinem letzten Video habe ich ja auch gesagt, ich muss unbedingt dran denken, mir ein Makro bezüglich der Voodoo-Puppe zu erstellen. Da habe ich auch tatsächlich dran gedacht. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Oh Gott, den Geister habe ich gar nicht gesehen. Lol. Gut, dass den irgendjemand in CC gepackt hat. So, wir raspeln den ganzen Shit hier klein. Barriere down. Easy. Also bisher, wie gesagt, ich mag die Inni ja eigentlich nicht. Aber die Gruppe scheint mir relativ vernünftig. Und so wie das jetzt hier aussieht, glaube ich nicht, dass wir hier in diesem Run irgendwelche Probleme kriegen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dafür würde man jetzt schon sehen, weiß nicht, wenn es richtig bescheuert läuft. So, ich mache mal ein kleines Halo für ein bisschen Heilung. Gerade an die weiter entfernten Leute, die müssten es auch abgekriegt haben, die da ihren Debuff rausgetragen haben. AOE, da ziehen wir mal ein kleines Verblassen, weniger Damage und so weiter und so fort. Aber sieht gut aus. Und wie gesagt, Priester macht mir irgendwie richtig Bock im Moment. Wenn wir hiermit fertig sind, fehlen mir noch zwei Innies. Also zwei 16 plus Keys, um endlich ein Item aufzuwerten. Also auch das. Es geht voran, würde ich behaupten. Dann könnten wir vielleicht schon bald, weiß nicht, Item Level 435 oder so erreichen. Also ich glaube schon, wenn ich die Hose aufwerte. Oh shit, jetzt habe ich dem Tank PI gegeben. Roffel. Roffel, lol, OMG. WTF, Noob. Das war nicht geplant, aber I don't give a shit, ehrlich gesagt. Es musste raus. Es half nichts. Es musste raus. So, jetzt haben wir da unten die Froggos. Was mir auf jeden Fall gefällt, der Tank macht gut Vollgas. Oder was heißt Vollgas? Aber der braucht nicht 7 Minuten, um zwei Mobs zu pullen. Das gefällt mir. Da kommen wir, wenn wir Glück haben, halbwegs rechtzeitig aus diesem Dungeon raus. Ich würde sagen, mein Damage ist ganz gut. Also wenn ich das vergleiche mit dem letzten Dungeon, den ich euch mit dem Priester gezeigt hatte, das war ja, glaube ich, Uldaman. Der war jetzt nicht so nice, da habe ich auch ziemlich shit gespielt. Der hier ist besser. Es liegt wahrscheinlich auch dran, dass es nicht morgens um 11 ist, sondern abends um 8:30, um 9:30. Ich bin einfach eher der aktive Dude, wenn es dunkel wird. Neuer Spitzname. Lol. Wenn ich irgendwann mal 100.000 Follower habe, dann nenne ich so meinen Energy Drink. Aktiver Dude, wenn es dunkel wird. So, ist schon einer CC'd. Ah, perfekt. Muss ich selber gar nichts machen. Ich wollte nämlich eigentlich wieder abwarten. Und wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, kriege ich meine Cooldowns wieder ready für die nächste Group. Also die, die etwas größer ist. Ja, wir legen aber echt ein ganz gutes Tempo hier an den Tag. Also, ich bin schon fast gewillt zu sagen, dieser Dungeon macht gerade Spaß. Und das ist etwas, was ich
in diesem Dungeon eigentlich eher ungern sagen würde. Also in Halls of Infusion. Okay, falsches Target ausgewählt, das war dumm. 150k DPS. Deswegen, ich mach das Add nicht, sonst wäre anders mal. Ich mach gerade zu viel Damage. Oh shit. Oh shit. Okay, den musste ich jetzt markieren. Ich habe keine Lust gehabt, ewig wegzurennen. I'm sorry. Und vielleicht denke ich am Ende noch dran, mal zu schauen, wie viel die Voodoo-Puppe gemacht hat jetzt über den Dungeon. Weil ich jetzt wirklich zum ersten Mal dran gedacht habe, es zu binden und dementsprechend eigentlich so gut wie immer auf Cooldown jetzt einsetze. Das halt auf einer Fähigkeit liegt, die ich eigentlich immer drücke. Oder ja, die drückt man immer. Kill it. Was ich aber dabei ziemlich lustig finde, ist mittlerweile, dass ich den Priester ja eigentlich das ganze Addon nicht so wirklich mochte, den Shadow. Und nach dieser Umbauaktion zu, wann war es, 10.1, habe ich auch immer gelästert, dass er mir keinen Spaß macht. Aber gerade auf einmal irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe doch Spaß inzwischen. Ich würde auch behaupten, ich spiele ja durchaus am liebsten Ranged DD. Druide, Priester, Evoker sind aktuell meine Favoriten. Oh, Kerle. Und noch eiskalt am Rand diesen Frosch langgezogen, dass er noch gefressen wurde. Weltklasse. Also, das war ganz, ganz großes Damentennis. Das war jetzt nicht negativ gemeint, das war nur früher ein Spruch, den wir früher in meiner Schule gesagt hatten. Fragt mich nicht warum. Aber es fiel mir gerade so ein. So, Fröschchen kommen. Jetzt wieder den Shit da schön reinbaiten, halbwegs. Ah, ich hätte hier. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. In. Komm, 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 Fröschchen, komm, komm, komm. Gut, war okay. Einer ist noch übrig, aber ist nicht meiner. Von daher ist mir egal. Nicht mein Problem. Ist schon Wahnsinn, was das ausmacht, wenn die Leute mal halbwegs wissen, wie man diesen Boss spielt. Wie neulich, wo ich hier drin war und zwar irgendwie plus 15 oder plus 14 verstärkt. Und wir haben für diesen Boss fast 5 Minuten gebraucht. Und jetzt auf Tyrannisch ohne Kampfrausch und so weiter ist es ein Bruchteil. Und vor allem jetzt kann ich noch schön reinpadden hier, weil ich alle Frösche gedottet habe. Gut, die werden jetzt natürlich weggeschluckt. Schade. Ja. Hatte ich nicht so viel von, aber es hat gereicht, um den Hexer zu überholen. Easy. Nice. Sooth all. Until I tell you. Okay. Mach ich. Oh Gott, oh, oh shit, oh shit, oh shit. Upsi, das hat gut geklappt. Lul. Das hat sehr gut geklappt. I'm sorry, Mr. Group Lead, ich hab reingeschissen. Well. Naja. Denk mal, die nächste Gruppe will er dann auch gesoothed haben. Ist auch irgendwie komisch. Ich habe das noch nie so gesehen, dass man das so spielt. Also vielleicht macht man das im. Oh, jetzt kommen die auch noch rein. Lol, das war ich nicht. Das war ich nicht. Keine Ahnung, ob das im MDI so gespielt wird. Und damit habe ich mich diese Season ehrlich gesagt so gut wie gar nicht beschäftigt.
Aber gut, mein Laufweg war da jetzt gerade nicht der stabilste, sagen wir es so. Naja. Ich glaube, es war jetzt nicht so schlimm. Aber immerhin haben wir einen Protodrachen geskippt dadurch. Good job. Ich würde mal sagen, dass es jetzt eigentlich nicht so schlimm war, weil wenn wir jetzt mal schauen, obwohl tyrannisch ist, haben wir jetzt erst Kampfrausch wieder ready. Also zeitlich sind wir eigentlich perfekt unterwegs, weil ich gehe sehr stark davon aus, dass wir diesen Boss lasten wollen. Und so müssen wir eigentlich so gut wie gar nicht warten, oder müssen wir nicht warten. So, ein bisschen padden für Ressourcen und so. Gehen wir da jetzt mit Max Resources in den Fight. Oh, keine Dingsi. Rip. Das ist definitiv nicht gut. Und ich habe meinen Shadow Crash daneben gesetzt. Auch gut. Da habe ich gedacht, wird der Pöller abgeräumt. Gut, dass es nicht so war. Hinter uns ist ein Ed. Gut, wurde CC'd laut Weak Aura. Perfekt. So, jetzt schmeiße ich mal. Vampiric an. Alter, 160k DPS, was geht ab? Guter Pull auf jeden Fall von mir. Also. Klar, Evoker. Aber da bin ich jetzt mal gespannt am Ende des Runs, wie viel der ausgemacht hat. Da ich mit meiner Eule ja nicht so wirklich Keys gehe im Moment und auch nicht mehr raide. Zumindest temporär nicht. Lock, Lovely Boy, schreibt er. Was hat er Lock gemacht? Hat er irgendwas Böses, Doofes gemacht? Cyclone passt. Denkt man noch eine Zwischenphase werden wir haben. So schnell werden wir die, glaube ich, nicht down kriegen. Oder? Nee. Ich gehe jetzt einfach hinter den anderen Eisblock, weil ich meinen eigenen möchte. Na, und da stellt sich der Lock dahinter. Geh weg, meiner. Was? Ich stand doch genau da, wo der Lock stand. Fuck that game. Was ich eben sagen wollte, dadurch, dass ich meine Eule kaum spiele, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viel DPS im Damage Meter ein Augmentation Lock bei gut gegierten Chars ausmacht. Deswegen mal gucken, was. Also, mein Char ist jetzt nicht super gut gegiert hier, aber schon ein bisschen besser als das Key-Niveau, wo ich sonst mit meinem Augmentation unterwegs bin. Deswegen, ich bin echt gespannt zu sehen, was da jetzt bei rumkommt. Wir blasten auch definitiv hier jetzt Cooldowns rein. Dann sollten sie zum Boss wieder ready werden. Und das war perfekt. Super ausgewichen. Klasse Drop G6. Du bist echt ein wunderbarer M-Plus-Spieler. Immer wieder haarscharf, wirklich auf der Hut. Ja, nichts mitzunehmen. Hier einfach absolut klasse. Aber. Und das finde ich, das würde ich jetzt doch mal positiv sehen. Da muss ich mich mal selber loben. Ich würde jetzt definitiv nicht sagen, dass ich den Shadow gut spiele oder dass ich alles ausreize, was hier geht. Oder, ne, ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber ich würde sagen, vom Damage her, bin ich halbwegs konkurrenzfähig. Also zumindest schaffe ich es in den Dungeons, wo ich drin bin. Prinzipiell, gut, der neulich war jetzt nicht so gut, der Uldaman. Aber schaffe ich es halbwegs vorne mitzumischen. Und hier würde ich jetzt mal sagen, ist der Unterschied zwischen mir und P2 doch gravierend. Gut. Jetzt hat man halt zu viel Trash, aber ich würde jetzt mal sagen, ist jetzt nicht so schlimm. Dadurch, dass wir wirklich sehr, sehr gut in der Zeit liegen.
Ja, den übernehme ich wieder. Dadurch, dass wir wirklich so gut in der Zeit liegen, ist es jetzt nicht so schlimm, dass dieser Skip da gefailt hat. Von daher, who cares? Und ich muss sagen, mir gefällt das Transmog. Ich habe vergessen, euch die Talente zu zeigen. Da könnt ihr kurz pausieren, wenn ihr es wissen wollt. Aber ist jetzt eigentlich ein ziemlicher Standardbild, würde ich sagen. Also nichts Besonderes, den man auch halt online findet. Auf diversen Guide-Seiten. Gut, das haben wir. Dann noch einmal kurz dotten. Vielleicht kommt noch ein Geist raus und gibt mir ein paar Resources. Ah, zwei. Wahnsinn. Vier. Zehn. Gut, da habe ich selber was gecastet. Da kamen noch mal vier oben drauf. Ein bisschen was hat man noch gekriegt dadurch. So, Abfahrt. Move. Das ist übrigens auch ein Boss, wo ich sehr gerne mal sterbe. Weil ich zu gierig bin mit den Kugeln. Die machen dann doch relativ viel Schaden. Okay, so im Opener komme ich mit dem Lock definitiv nicht mit. Was hat er für ein Gear? Toll. Warum wird der nicht angezeigt in dem Addon? Oder in der Bar? Ich weiß es nicht. Schade, Schokolade. Hätte mich jetzt mal interessiert. So, gleiches Abtauchen. Zwar jetzt. Das heißt, wir müssen einmal wahrscheinlich die Ads spielen. Hätte ich gar keinen Bock drauf. I fucking hate it. Alter, was ist das für ein dummer Ad-Spawn? Lol, und die spawnt direkt. What? Interessant auf jeden Fall. Aber gut für mich, dass wir das schnell gekickt haben oder gemacht haben. Oh boy. Guter 4 vom Hexer. Weil ansonsten wäre. Oh Gott, da kommt was durch. Ich schmeiß mal eben Vampiric mit an. Aber sieht relativ geschmeidig aus. 45% noch. Jetzt haben wir 50 Sekunden etwas mehr. Und den Boss zu töten, das sollte drin sein. Toll. Und das nur, weil keiner das erzählt hat. Ihr Schlitzohren. Der Druide ist tot. Und er lebt wieder. Okay, wir haben noch. Wir haben noch Zeit, 20 Sekunden. Stand jetzt sind wir zu langsam. So wie es aussieht. Oh, ich will nicht nochmal die Zwischenphase spielen. Please, no. Nein! Und die Ads spawnen da. Was für ein dummes Kackspawn. Wobei, gut. Gerade ist nicht so schlimm. Fucking Cancer ist Boss. Lol. True, true. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Genau das meine ich. Weil ich unbedingt so gierig bin und da noch durchlaufen will, anstatt einfach meinen Arsch ganz normal zu bewegen. Rippe. Sehr, sehr dummer Tod. Auf den letzten Metern nochmal richtig reingeschissen. Das ist halt stupid jetzt. Den fehlt jetzt halt da unten auch ziemlich. Na, 2 DD ist tot, ne? Und es lebt nur ein Augmentation Evoker. Das ist jetzt nicht die größte Hilfe. Sagen wir es mal so. Zumindest nicht, wenn es darum geht, 4 Adds schnellstmöglich tot zu machen. Oh Gott, die haben noch ziemlich viel Leben, glaube ich. Das ist sehr ungünstig. Zum Glück hat der Boss nicht mehr so viel Leben. I'm out of CCs.
Ein Ad noch. Das hat noch 1,2 Mille live. Okay, der letzte Part war jetzt, sind wir ehrlich, nicht gut. Aber ich glaube, sie müssten es trotzdem noch schaffen. Selbst wenn der Boss jetzt ordentlich Stacks kriegt, oder gekriegt hat. Aber dadurch, das hat er noch 2-3%. Das müsste der Tank eigentlich alleine wegmachen können. So, Boss spawned, 850k. Ja, easy. Ist nur 27% mehr Schaden. Lol. Easy going. So, tot ist tot. 115k overall, 26 Score. Das ist okay. Hat jetzt natürlich am Ende ein bisschen gekostet. Und kein Loot, wie immer. Und ja, also noch zwei Dungeons, dann können wir ein Item aufwerten. GG, guys. Thank you very much. So, noch nett gewesen an der Stelle. Und dann können wir jetzt, glaube ich, mal in die Logs skippen. Und da sind wir auch, da ist der Run, also hier seht ihr die ganze Statistik, natürlich hinten raus der Damage übelst eingebrochen. Wer hätte das gedacht, wenn alle DDs tot sind, außer der Augmentation. Ansonsten 92k DPS stehen auf dem Tacho, statt wie hier 115k, also eine Diskrepanz von 23k DPS. Ich hätte tatsächlich gedacht, es wäre noch mehr, weil ich mit meinem Augmentation schon bei, weiß nicht, einem 420er Feuermage waren über 30k DPS dazwischen. Also, ja, geht scheinbar. Der Augmentation Evoker selber 84k DPS. Der Warlock 63k statt 79. Und der Tank 53k. Also, das sind die Sachen, die wir jetzt auf der Uhr stehen haben. Wenn ich mal bei mir schnell reinschaue. Gut, zuletzt haben wir dann halt anderthalb Minuten gar keinen Damage beigesteuert. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Und die vermoderte Voodoo-Puppe 2,95 Millionen Schaden über den gesamten Dungeon. 2% meines Dungeons, das ist, würde ich sagen, gar nicht so schlecht für das Trinket. Kann man auf jeden Fall mitnehmen, würde ich sagen. Und Key Percentage, was sagen die Parses? War ein durchschnittlicher Key von mir. Gut, der Tod am Ende war jetzt auch nicht gerade hilfreich. Aber naja, ich bin halbwegs zufrieden. So würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also, alles in allem, das war der Run. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Noch zwei Dungeons, wie gesagt. Dann werten wir das erste Item auf 447 auf. Ich denke, ich werde die Hosen nehmen. Weil, ne, und so. Und mal gucken. Ja, es wird wahrscheinlich dann 434 irgendwas werden. Aber trotzdem, es ist schon mal ein guter Fortschritt und die Hosen dürften ganz gut DPS-Upgrade geben. Oder was ich machen könnte dann, ist zu gucken, weil ich auch zwei Funken habe, was sagt mir Raidbots? Also ich könnte ja dann theoretisch auch noch ein neues Item herstellen und das direkt auf 447 packen. Vielleicht ist da noch eins dabei, was mir dann sogar noch mehr DPS gibt. Da werde ich dann einfach mal schauen, was am besten ist, aber wir kommen langsam aber sicher voran. 2130 Wertung jetzt, das ist auch ganz in Ordnung, würde ich sagen. Damit danke an euch fürs Zusehen, lasst sehr gerne ein Abo da, wenn euch meine Videos gefallen und damit bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit, habt euch lieb, reingehauen.